Fotografie schon. Ich tue schon fotografieren. Nein, das kann schon schaffen, gell? Wenig Schwierigkeit, viel Erlebnis. Das ist da ganz ehrlich. Gehen wir jetzt bitte auf den Scheiß-Spielgrad. Hallo und grüße aus Oberhöflein, und zwar an der Anton Schaffelruhe. Ich bin Flau dabei und heute geht's auf eine Tour wieder mal auf die hohe Wand, aber diesmal von einer ganz anderen Seite und mit ein bisschen Kraxelei, nämlich über den Babygrad. Das hat sich jetzt Israel ausgesucht, ich weiß nicht warum. Ich glaube, da gibt es keine Babys zu fressen. Schade. Ja, Israel gehört zu den Leuten, die auch bedauern, dass Hundekekse überhaupt nicht nach Hund schmecken. Also von daher. Und da nehme ich auch mit, weil es kommt nämlich gerade kein Auto. Und von daher werden wir die Aufnahme also nicht versauen. Hast du übrigens gewusst, dass an der Herstellung von Babyöl gar keine Babys beteiligt sind? Ja, ja. Das sei es atonisch, schau. Den haben wir doch schon in anderen Videos auch gesehen. Haben wir noch beim Berg gesehen, bergauf? Das ist völlig richtig erkannt, aber das ist heute noch gar nichts. Du kannst ja da schon mit dem Kraxeln anfangen. Ja, steil und abbeißen, tragt sie auf. Die hohe Wand wird sie uns hinauflassen. Demnächst in diesem Video. Anfangen, oder? Da vorne sich jetzt einmal eine Markierung. Könnte man jetzt natürlich mutmaßen, dass die andere Stelle auch nicht schlechter ist, gell? Ja, ich glaube, das ist sogar besser. Ja, da unten war er, das heißt er dann, aber der bleibt links liegen. Ja, solange der steht, der Eichertüte über Grafenbergweg, sind wir richtig. Weil im Endeffekt verläuft der Babygrad zum Grafenbergweg eigentlich nur parallel. Heute Förstszenerietag, ja, die hat was. Sehr schön. Ja, die grün markiert ist auch noch immer, schon. So falsch können wir da nicht sein. Also Eichertüte über Grafenberg immer noch. So, noch einmal eine Vorstraße. Jetzt läuft nichts mehr mit Vorstraße. Jetzt stehen wir bald an der Wand an. Und wir können da jedenfalls noch hinter der Felswand vorbei. Big E, Big Rock. Also ja, Austritt und Steigerlaglandscher. Ja. So. Ja, da oben steht jetzt immer noch Eichertüte über Grafenberg. Und da zweigen wir jetzt ab an der Binderbank. Wow. Ja, bist du überhaupt auf den Babygrad gekommen? Da zählen wir ein bisschen was. War ja dein Tourenvorschlag. Mhm. Da war Google, ne? Ich schaue mir auf Bergfest immer Touren an und die hat mir gefallen. Und habe mir gedacht, Babygrad ist super. Das hast du schon mal erwähnt, Babygrad, und das ist wahrscheinlich Babyleicht. 1 Plus ist der Baby gerade an der Schlüsselstelle und das ist an einer einzigen Stelle. Er ist angeblich auch überall links umgehbar, wenn du dich gar nicht aussiehst. Gut, machen wir uns auf den Weg, oder? Ja. Moment, der alte Mann ist der D-Zug. Ja, jetzt muss einer warten. Und 3% Akku, super, oder? Sehr gut. Ich hätte jetzt eine Daunenhand in den Scheißdreck. Ich liebe die GoPro. Die GoPro, weißt du, was da nicht gehört? Gehört irgendjemand in den Arsch geschoben. Aber Querformat. Hast du das aufgenommen? Ja. Sehr günstig, das lasse ich drinnen. Gehen wir jetzt bitte auf den Scheiß. Erst Herr Bremster, wer über die GoPro lästern muss. Eieiei, Wahnsinn, wirklich. Ich kenne Leute. Filmen muss ich den drehen. Kass ist das, wie er funktioniert hat, das klampert nicht. Na schau, da ist schon felsig. Also ich sehe da vorne eine Drahtseite, das ist die Versicherung, die beschriebene. Soll ich mich da als erstes da stressen oder willst du vor da stressen? Nein, hier sterben wir mal. Ja, Babygrad. Nicht zu übersehen. Erster Teil versichert, Schwierigkeit AB. Ja, ist ja hübsch da, oder?
Bitte, da stessen Sie sich Ihnen nicht. Ich versuche es. Solltest du übrigens runterfallen, dann weich bitte aus. Die Versicherung ist jetzt an der Stelle optional. Fels kompakt, gell? Fotografilmisch? Fotografilmisch schon. Ich tu schon Fotografilmen. Das ist ja günstig. Na schau, dann haben wir diese Einstiegsversicherung auch schon. Aha. Ja, und da geht's schon ordentlich runter. Wenn man einen Haxen haben wir dann einen Schritt zugemacht, da unten ist der Forstweg. Aber coole Aussicht da schon, gell? Super geil. Ja, hier ist nirgends extrem ausgesetzt, so viel ich weiß. Wenn da, wenn da irgendwas Spanisch vorkommt, muss das halt sagen. Naja, passieren darf da nichts. Ne? Diese Felsen, ja, die sind geil, aber die haben immer so gute Griffe. Ja. Ja, das ist da ganz herrlich. Ja, das steht aber gar nicht so ohne. Nein, es geht schon, aber ich habe da vorher irgendwie einen besseren Stand gehabt irgendwie. Super da. Wird nur zufälligerweise BW-Grad passen. Aha. Und wenn man jetzt auf BW-Grad passt. Aha, aber auch für kleine Kinder geeignet ist, für die ersten Schritte am Berg sozusagen. Ein Wacholder ist da schon. Bitte. Mal, ja, muss aufpassen, gell? Muss man aufpassen. Gut, der ist mir nämlich verdächtig vorgekommen. Das kommt immer vor, das ist eine Passage, was wir unterschätzen. Ja, ja. Und dann denkst du nur ganz gleich, geh und steh weg. Ja, da war ja schon mal Gehgelände. Bei dem Video darf ich auch nicht gleich da reinschreiben im Titel, weil sonst steinigen sie mich. Ja, bei dem Turm da gibt es jetzt die Umgehung. Schauen wir mal, wenn sie das mit den Punkten gut gemacht haben, dann müssten wir ja das finden. Also für alle, denen das da oben schwierig vorkommt, da geht es auch nicht auf. Aber Buch steht da schon. Genau, das ist das Buch. Ja, also Reit, wenn da auf dem Felsen so verheißungsvoll Buch steht, dann nähere dich dem Buch. Das ist ja aber wirklich Buch. Buch, ja. Bitteschön, nehme er das Buch. Bitte, ich habe wieder mal Start. Ja, der Felsturm da, der bleibt fürs nächste Mal übrig. Den gehen wir dann, wenn wir was haben wollen, wo wir die Hände brauchen. Genau. Wir müssen jetzt aber alle Szenen ausschneiden, wo wir die Hände schon gebraucht haben. Ja, tatsächlich. Schau, da ist ein Punkterl. Aha, ein Punkterl. Da ist sicher ein rotes Punkterl. Ja. Das ist die Frage, ob es da noch weiter aufgeht in dieser Verschneidung. Aha. Da sind wieder Punkterl. Spring nicht! Ich glaube, es geht da um. Genau. Es geht da hinüber. Na gut. Da halten wir uns jetzt einmal gut fest, nicht in die Verschneidung hinauf. Da ist das nächste rote Punktal. Da ist genau vor deiner Nase das rote Punktal herum. Da hätte man eigentlich unten abbleiben können. Da oben ist das letzte Punktal, schau. Halt. Ja, genau. Schau, siehst du das? Da ist aus. Nichtsdestotrotz, da müssen wir jetzt auf. Sonst sind wir nicht original gegangen. Ja. So da. Das war's. Kugel. Ja. Ganz gut ausschreiben. Jetzt können wir auf den Turm da raufgehen. Wenn du willst. Dann da auf den Grat. Du probierst das unten. Ja, gut. Ja, mit einer scharfen 1 minus hinauf auf diesen Gratturm. Das
ist ja gleich eine ganz andere Aussicht, oder? Azrael, was sagt er? Geil! Geil, cool ist er. Leider geil. Was machst du noch, wenn du da rast? Das würde sich fast anbieten. Sehr gut. Ah, der ist ja richtig warm. Der Fotoexperte? Er macht gerade ein Video für die Family. Er macht ein Video für die Family, ja, sehr gut. Jetzt, wo das Bergabenteuer vorbei ist. Starschlag wird jetzt auch kein großes Problem mehr sein, oder? Wahrscheinlich nicht, ja. Wir sehen davon ab, dass wir da stehen. Ja, da runterkommen wollen wir nicht. Die ganz scheiße auf die Aussicht. Bitteschön. Bitteschön. Danke. Und wo? Schau nicht. Ja, ich glaube, das ist okay. Ich glaube, kann man los. Haben wir nicht das Problem, wenn wir später im Jahr gehen, nach der Arbeit, kommen wir extrem in die Finstern. Also, ich meine, werden aus dir einfach einen Skyrunner machen. Ja, dann werden wir dann langsam weitergehen, oder? Wie gesagt. Wir gehen jetzt da rein. Genau. Und dann da oben und da oben wieder. Also, Azrael, Arsch links. Ja. Den Arsch voran. In den Abgrund. Ja. Geht ja. Das ist wie dieses Mädel bei der Exorzist, bis über die Stirn runterkommt. Den Schriftzug, wo der Grafenberg draufsteht, bei der Grafenbergbank. Also, das darfst du jetzt bestaunen. Da trifft man nämlich auf die blaue Markierung vom Grafenbergweg. Und dem folgen wir jetzt weiter hinauf bis zur Eichhardthütte. Von einer riesigen Steinlawine mitgearbeitet. So eine grausige Leiten da. He? Machst du eine tolle Kirsche? Na danke, ich bin toll genug. Duck. Cool, oder? Sehr gut. Mechanisch ganz ausgefeilte Blume. Zahme Bechersteiglein, 1 minus, schau. Ich hab's, das geht mir auch. Da bin ich schon mal raufgekommen, da muss man durch eine Höhle durchklettern. Ja, cool. Weißt du, was das da ist? Ja. Ja, da oben. Appelsteig. Appelsteig, gell? Aha. Könnte das sein, ja? Ja. Die Eichhardthütte, große Kanzel. Da schauen wir da mal vier, oder? Hätte ich auch gesagt. Da gibt es ja was mit Aussicht und so. Aha. Wagnersteig. Verstehe. Na, Azrael, wir werden das Kind schon schaukeln, gell? Dann legen wir jetzt da her und warten, bis wir die Feuer fressen. Das ist ja bloß echt beieinander. Aha. Woran das nur liegt? Nicht an mir. Schnorcheln auf der Wand. Du, wenn wir so weitermachen, haben wir sie bald wieder. Abstiegsrouten von der Eichhardthütte. Station Gründbach in 40 Minuten. Ne? Boom. Plackles Rastkreuz Gründbach. Jetzt gehen wir da deine große Runde, so wie du das vorgeschlagen hast. Sonst bist du nicht zufrieden. Elektroinstallationen führen uns in Richtung Plackles. Passt die Nacken! Ich verstehe. Was riechst du? Riech nichts. Ich glaube, da ist ein Bier aufgezeichnet und dann gibt es keins. Aha. Oder glaubst du, gibt es einen Liter drauf? Azrael klammert sich an einen Strohhalm. Na, das wollen wir doch jetzt zeigen. Mega. Verschlossen. Du dir jetzt nicht drucken darf, oder jetzt einen Meter da auf dem Plugless hörst. Ich warte auf dich. Das ist dynamisches Warten. Das ist dynamisches Stehen.
Du willst ja wieder gemein sein zu mir. Jetzt bringe ich extra was, weil ich lieb bin. Das ist unglaublich, wie lieb du bist. Es sind sicher tolle Kirschen, die du alles angemalt hast. Ich würde jetzt mal behaupten, dass diese rot-weiß-rote Markierung darauf hindeutet, dass wir dann links sein müssen. Jetzt geht's hinunter zum Rustkreuz. Das ist ein Steigerl, ja? Und da ist eine Markierung. Dunkler Wald. Das hätte man auf den Bildern gar nicht erkannt. Schau da was an. Wieder ein Schild. Rustkreuz. Links. Links. Dann schauen wir mal, was mit dem Rustkreuz auf sich hat. Ob du da zu einer Rast kommst. Jetzt doch eine ganz schön. Ja, na, irgendwann einmal müssen wir die Höhe mit da wieder runter machen. Oder? Rustkreuz. Mhm. Na, da oben. Rustkreuz. Yeah. Oben. Gelend. Deppen. Das heißt, Glend und Gelände haben es geschrieben. Schau, 2,31 immer noch. Abstieg, Bahnhöchstschule. Asrael nutzt die Gelegenheit für ein kleines Schlammbad. Rares Nass am Wegesrand. Na bitte, schau, da bist du im raren Nass. Aber da glaube ich, würde ich aus dem stehenden Wasser nicht trinken. Quellenschutzgebiet, jede Verunreinigung verboten. Asrael, du musst den ganzen Müll leider wieder mit heimnehmen. Das Atmen ist einzustellen. Mal wieder was Helleres zusammenbringen als du. Ja, das ist schon realistischer. Ja, da gibt es jedenfalls Häuser. Ja, aber wahrscheinlich noch was zum Aufbauen. Na, da gibt es nichts mehr einkehren. Also das ist schon das Rastkreuz. Oder? Rastkreuz, genau, da oben, schau zu sehen. 868 Meter. Beschwerliche Wege. Steinkohlenbergbau, hm? Nett. Ich kann da zwischen den Bäumen hindurch etwas Licht erkennen. Ansonsten ist da recht finster. Bergmannsteig nach Grünbach. Ist das, was wir wollen? Schauen wir mal. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Warum haben Sie denn aufgehoben? Ich weiß nicht, irgendwann einmal ist das verloren gegangen. Wir müssen also nicht über den Bergmannsteig nach Grünbach hinunter, sondern folgen weiter der Forststraße. Das haben wir da jetzt gelernt. Jetzt haben wir da vor uns die nicht mehr ganz so hohe Wand. Also jetzt, was auf den Rückweg geht, ist die lange Wand, gell? Ja. Ja, schau da mal, das ist schon ein Felsentor an. Ja, da riecht es ja gut. Schau mal. Sehen wir da was? Erleben Sie Grünbach. Ja, jetzt wäre da die Abzweigung zum Bahnhof Grünbach oder für uns da weiter. Meinst du, die arme Stirnlampe aufsetzen? Das irgendwann einmal macht das sicher auch einen sehr professionellen Eindruck bei der nächsten Vorbeigehszene. Gut. Ich meine, da kannst du natürlich auch total plakativ auf die Fressen legen, aber bitte genau vor der Kamera. So, Asrael sucht seine Lampe. Die Spannung ist groß. Ist sie da? Das ist eine sehr gute Frage. Beim letzten Mal hatte ich sie auf dem Helm. Und was ist passiert, nachdem sie auf dem Helm war? Der Helm ging in den Rucksack, in diese Tasche, wo mein anderes Kletterzeug drin ist. Mhm. Und die Lampe ist heruntergekommen. Mein Wanderung zu Lampenverhältnis ist gerade schlecht darin. Ja. Wie unerwartet. Hey, jetzt sei nicht so. Ich bin überhaupt nicht so. Du hast das zufällig einmal mithauen gehabt. Zufällig. Zufällig. Na, offensichtlich schaut nicht so aus. So bleibt auch nur mehr der Rastexperte über für dich. Ja. Günstigerweise ist der Weg so breit, dass man den nebeneinander gehen kann. Ist das cool? Das ist cool. Oder ist das cool? Damit reicht meine Stirnlampe für zwei. Ich fühle mich sehr eingezäunt.
Privatgrund mit Zaun. Der Eva ist stets missgestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind. Selbst seine Frau ist eine Sau und die Verwandten, alle Schweine. Anständig ist er ja alleine. Hm? Fühl mir das ja ausgeschlossen. Ja, Kommunismus sind es gar nicht, das war das nicht unser Haus. Kommunismus ist nicht gut, wenn es das Eigentum der anderen Leute geht. Wenn wir da auf der Straße zum Seisatoni ankommen, dann sieht man da eigentlich nur den Asphalt vor mir. Wir müssen ganz kurz absteigen und da dann gleich wieder nach unten in den Wald. Ja? Dann kommen wir genau auf die Forststraße, wo wir losgegangen sind. Aber du siehst, es hat sich alles ineinander gefügt. Alles wird gut. Du musst einfach nur aufs Einhorn vertrauen. Das hat auch gesagt, dass du die Stirnlampen vergessen hast. Ja, Azrael ist beseelt von den da hinten auftauchenden Reflexionen des Kennzeichens unseres Boliden, beziehungsweise seines Boliden. Grüne Markierungen haben auch gesehen, das heißt, wir sind wieder genau dort, wo wir ursprünglich am Nachmittag weggegangen sind. Jetzt kommt die absolute Profilösung. Wir werden. Da schaust, hä? Was gibt's denn drüber zu sagen über den Babygrad und diese ganze Runde über die hohe Wand? Ja, musst du was sagen, das war ja meine Runde, die hab ich vorgeschlagen. Ich muss das jetzt kommentieren. Du musst es kommentieren. Hat dir der Babygrad gefallen? Der Babygrad war urleibend. Ich finde den total lieb. Ich meine, er verdient natürlich den Namen Kletterei nicht wirklich. Ist aber eine wunderschöne Kraxelei auf einem ganz überraschend schönen Grad. Tolle Aussichten. Gut ausgesucht, Azrael. Das ist, hat sehr kompensiert, dass du noch immer kein Sprecher hast. Ja, und keine Schirnlampen. Es gibt eigentlich trotzdem nichts mehr anderes zu sagen, außer ich bin flau dabei. Ich bin Azrael. Ja, und vielleicht sieht man es mehr von der anderen Tour. Schauen wir. Also ein bisschen reifer sein, dann schmeckt er nicht. Das ist super. Ja, okay. So, ja, bin ich selber. Was, bist du nicht so sicher? Es wird nie wieder Touren gehen. Die ganze Gegend wird jetzt davon tragen.